So, ach, jetzt ist tot oder was? Und da ist noch ein Goblin. Ach, wo? Das war wohl die kürzeste Ansage. Das war überhaupt nicht schön. So, also herzlich willkommen zurück bei Seven Days to Die. Was? Oh Mann, die sterben alle mal vor mir. Ist es so? Ja, okay, mit dabei sind sie. Willkommen zurück. Ja, komm, alle mal melden, wer dabei ist. Meine Güte. Ich bin da. Ja. Ich bin auch da. Ich geh gleich wieder. Ja, ich auch. Und ich auch. Ich hab ein Bein gebrochen. Ich nicht. Ich hab eine Schiene für dich. Splint. Da brauchen wir... Achso, nur Leder und Holz für. Das geht auch. Okay, dann... Wir müssten noch eigentlich Splints noch in irgendeiner Kiste haben. Mhm. Ja, haben wir auch. Ich such mal. Hab der nicht... Da. Ja. Wie doof. Ja gut, dann. Weiß ich nicht. Musste wegen dem Mikro, da musste einfach mal das auf Amazon oder so eingeben und dann siehst du ja, was das kostet. Einfach mal reinhauen. Das ist die Frage, was du willst. Wenn du mit dem zufrieden sein willst, dann jo, greif zu. Da hinten sind auch Häuser. Ich finde das schwierig, dass die hängenden Kisten bei uns im Lager hinten rausgucken und man sie trotzdem nicht öffnen kann. Ist doch gut. Ja, ist halt kein Conan, ne? Ja, eben. Ist doch aber gut, wenn da hinten keiner... Mann, oh Mann, habe ich das überhaupt nicht mitbekommen? Was ist denn das hier? So, erstmal. Entschuldigung, Tarikuta, danke für den Follow. Schau, Martin, habe ich überhaupt noch nicht. Ja, nee, euch beide habe ich irgendwie komplett übersehen. So, und dann, danke an Wann für den Host und an China für die 2 Euro und ein kleines Trostpflaster für die fehlenden Drachenorden. Ach, dankeschön. So, ja, Drachenhorden werde ich jetzt auch noch gar nicht haben wollen, aber wenigstens Goblinhorden. Also ein bisschen Gefahr. Wir brauchen ja auch Geld, damit wir da mal beim Händler... Hat denn schon mal jemand dieses Buch gesehen bei einem Händler, welches wir brauchen für Metall? Nee. Hat aber mal Händler in der Richtung abgesucht oder auch noch nicht so? Ja, habe ich. Doch, habe ich schon. Hm. Die stehen ja in der Stadt auf der Straße, muss man die Straßen lang gehen, aber bis jetzt habe ich leider noch keins gefunden. Okay. Ich habe so einen Eimer gefunden, mit dem man Wasser erschöpfen kann. Da können wir unsere eigene Wassergrube machen. Aber nee, wir haben ja einen Brunnen. Wir haben doch schon, aber wir haben doch schon. Wir haben ja einen Brunnen. Ja. Hat sich erledigt. Ja, vor allem, wir haben doch aber auch schon 3 Eimer. Du meinst einen normalen Metalleimer oder einen anderen? Ja, so einen Metalleimer. Ja. Da haben wir ja schon mehrere. Aber kann nicht schaden. Machen wir noch mehr Eimer. So, der Schmelzofen, den baue ich jetzt. Man hält auch gar nichts aus hier. Echt, wo hast du denn die 100 Steine so schnell her? Naja, die Spende, die ich hatte, und dann habe ich Steine geklappt. Och, geil. Das ist doch nice. Vielen Dank dafür. So. Ich gehe. Denn. Das war mal nett. Wir haben eine blaue Eisenschaufel jetzt. Okay. Blaue Eisenschaufel klingt gut. Das klingt sehr gut. Die Häuser sind echt komisch gebaut hier, ne? Oder? Diese Häuser sind wirklich merkwürdig gebaut. Okay, sehr schön. Blöd, manchmal sogar oben in der zweiten Etage irgendwie, das ist alles so niedrig, ey. Ganz komisch. Ja, also die Treppen, das ist so... Meine hat es ja schön, schön verwinkelt gemacht, aber manchmal ist echt merkwürdig. Hallo Rose, schönen guten Abend. Hi Rose. Was war das denn? Was mich wundert ist, das waren hier Gebäude, wo hundertprozentig schon mal einer von uns drin war. Frage mich ja, warum die Türen zu sind.
Vielleicht war ein höflicher Mensch von uns drin. Genau. Oh, ein Wildpferd. Oh, geil. Da springe ich jetzt einfach drauf, oder was? Ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, du musst das erstmal aufnehmen, damit dann tu sie uns kund. Gottes Hand, was hast du gesagt? Ich hab gelegt, Rose. Das musst du einmal in dein Inventar nehmen und dann kannst du es wahrscheinlich im Waffenslot ziehen. Es ist ein Wildpferd, das kannst du nicht einfach anfassen. Irgendwo, das musst du zähmen, hat das doch geheißen. Ach so. Ich glaube nicht, dass ich das anklecken kann. Weil das Pferd, was du hier schon mal woanders. Nein, das bewegt sich hier vor mir. Das Pferd. Ah, okay. Horse steht dran. Es ist, macht aber richtig mit bei einer Fotosession. Nein. Ja, komm, echt? Das gibt's. Posiert's für dich? Ja, ein bisschen. Habt ihr euch schon über Honorar geeinigt, oder? Oh mein Gott. Nee, ich kann jetzt auch nicht draufspringen. Nee, das habe ich mir gedacht. Du brauchst wahrscheinlich einen Sattel oder musst irgendwas haben, so Zaumzeug oder sowas. Was heißt denn Zaumzeug auf Englisch? Horse? Nee. Was heißt denn Zaumzeug? Saddle? Nee, auch nicht. Ja. Was heißt Zaumzeug? Ich weiß es nicht. Weiß es jemand im Chat? Kann mal jemand googeln neben danach? Gürtel, glaube ich, sagt China. Okay, Gürtel. Gut, das heißt ja nicht, dass ich es nicht. Das, was ich ein bisschen doof an dem Mod finde, ist, dass ich dann an die Werkbank gehen muss, um überhaupt zu gucken, ob es das überhaupt gibt, dass man es craften kann. Normalerweise kenne ich das eigentlich so, dass du es immer auch im normalen Crafting-Inventar sehen kannst, ob man es denn herstellen kann. Oder irre ich mich da? Nee, ne? Ich könnte es jetzt mal versuchen, einmal mit der Faust zu hauen, das Pferd. Mit der Axt will ich nicht draufschlagen. Ich weiß es nicht. Es steht hier vor mir und weiß jemand, was ich mit dem Pferd machen muss? Ich mag es gar nicht schlagen. Oh, klappst du auf den Arsch, hat es jetzt nicht gebracht, sag ich mal so. Es ist ein weißes Pferd. Keine Ahnung, Karotte so dabei Kau. Oder ein Jojo nee. Oder? Ach, Pferde lieben Weintrauben, ne? Warte mal, pass mal auf. Nein. Na doch, pass mal auf hier. Ach, jetzt esse ich sie selber. Pferde, nein. Apfelsaft. Muss man Apfelsaft in die Hand nehmen und es dem Pferd anbieten. Oh, der sieht nicht gut aus. Und dann? Dann werden sie zum Fohlen. Dann sind sie voll am Nuckeln. Das finden die total geil. Wie, was? Apfelsaft? Dürfen die das? Apfelsaft, da gehen die ab ohne Ende. Da hast du sofort 20 Freunde um dich rum. Da wiehert dein Pferd vor Glück. Okay. Oh. Ja, schade, was mache ich denn jetzt mit dem Pferd? Ihr weiß es nicht, ne? Sattel ist Sattel, so. Eventuell auch Harness, okay. Nee. Ich habe keine Ahnung. Also hat von euch auch noch keiner ein Pferd gezähmt, ja? Nein. Nein. Ich habe noch nie mal eins gesehen. Ich spreche jetzt mit dem Chat. Dass ihr das alle nicht wisst, weiß ich ja. Also wir sind ja auf einem Level, ahnungslos. Wobei, ahnungslos sind wir ja nicht. Anne ist ja da. Der war nicht schlecht. Der steht für unbelievable, ja? Vielleicht mit einem Seil oder sowas? Also man braucht, in meinem Chat steht drin, man muss einen Sattel im Gürtel haben und bei voller Ausdauer mit dem Sattel auf das Pferd hauen. Macht Sinn. Ja, dann kann mal jemand von euch an der Werkbank gucken, ob wir einen Sattel craften können. Ist jemand zu Hause gerade? Einfach da mal an der Workbench gucken, ob man da Sattel eingeben kann. Ich komme mal gerade zurück nach Hause und dann suche ich das Pferd sonst nochmal. Dann mache ich einen Sattel und dann weiß ich jetzt gar nicht, wie ich den Satz fortführen soll, ohne dass er mir nicht wieder vorgeworfen wird. Aber ihr wisst, was ich dann versuchen werde. Nee, keine Ahnung. Was meinst du? Hätte klappen können. Böser Ausdruck. Ach, die Qualität des Sattels ist erfolgsabhängig, sagt Draco. Sattel braucht man zum Reiten. Das Zaumzeug, dass es sich nicht verstoppelt. Wie verstoppelt? Wer verstoppelt sich denn? Ja, damit es nicht abhaut. Ach so. Wahrscheinlich steht das dann da. Bang, hast du auch so kleine Lecks? An der Werkbank, sagt er ja, okay.
wie, ob ich Lexe bekommen habe? Wow, ich habe eine Blutung. Wo habe ich die? Im Spiel, meinst du? Nein, ob bei mir. Ach so. Asak hat spontan Blutung, oder wie? Nö, ich hatte eben eine Blutung. Ich habe mich nur gewundert, woher die kommt. Übrigens, danke, dass ihr alle direkt zur Werkbank gelaufen seid und geschaut habt. Ich bin jetzt mittlerweile wieder zu Hause. Ja, kein Problem, gerne. Saddle. Leder, Klofffragment, Metal Strips. Dankeschön. Metal Strips. So Mist. Für den Sattel. Satteltaschen kann man noch machen. Wie ist ein Zaumzeug? Sekunde, muss man eben selber googeln. Zaumzeug. Okay. Ey, was war das? Nee, keine Ahnung. Zaumzeug finde ich gerade nicht. Metal Strips. Ehrlich, haben wir also noch nicht Metal Strips. Ne? Hat auch noch keiner gefunden, ne? Metal Strips irgendwie? Nee, ne? Das ist schade. Ist gut. Bin schon wieder voll, ey. Ja, findet man eventuell mit ein bisschen Glück auch beim Händler vielleicht. Hatten wir doch beim letzten Mal auch irgendwie. Von Händler, wo so eine Walze war, die wir benutzen konnten. Nein, Metal Strips kaufen. Das musst du dann schon kaufen irgendwie. Ah. Die Walze haben wir, die steht bei der Schmelze. Genau. Hm. Das bringt uns aber nichts. Okay. Das bringt uns leider noch gar nichts. In welchem Gebiet hast du das Pferd gefunden? Oder bist du noch beim Pferd? Ich bin zu Hause, weil ja keiner in der Workbench gucken wollte. Ja, nee, ist klar. Welches Gebiet warst du denn? Hier dieses Steppengebiet? Oder war das im Schneebiom oder in einem anderen? Nee, das war ja nordöstlich. Das Steppengebiet. Hier ist ja nur Steppe. Schneebiom ist ja irgendwie Kilometer entfernt. Da brauchst du ja 2-3 Tagesmärsche hin, bis du da bist. Das ist so weit weg. Auf dem Berg ist so das, im Süden. Ja, da renn mal hin. Da rennst du 2 Tage, bis du da bist, denke ich mir. Okay. Also mindestens 2 Folgen. Sicher an der Entfernung, dass es sehr weit weg ist. Kommt ihr mehr an dann ans Leder wollt, es gibt so. Also da gehe ich, da habe ich jetzt keinen Bock, da rüber zu gehen. Da bin ich ja, wie gesagt, ewig unterwegs. Verständlich, ja. Muss ich da eine Werkbank? Muss man Pfeile an der Werkbank herstellen? Nee. Nee. Ich habe gerade nur einen Stein, alles klar. Da kann ich das. Das ist in Ordnung. Au! Für die Walze kann uns das Metall herstellen, aber dafür müssen wir das eingeschmolzene Metall erstmal rauskriegen. Und das kriegen wir nur, wenn einer von uns ein Buch gelesen hat. Und deshalb drehen wir uns die ganze Zeit über den Kreis. Und dafür brauchen wir 650 Gold. Und ein Händler, der das Buch hat. Oder 750 Gold. Ich mach mich mal auf die Suche. Vorher werden wir da nichts. Ich nehme mal unser Gold mit. 651 sind es jetzt. Das könnte ich mit. Ich such die ganzen Scheißträder ab hier. Ich habe bisher noch kein Buch gefunden. Könnte mit Glück reichen. Ich laufe mal ein bisschen außerhalb der Stadt. Wir haben ja unseren letzten großen Markt. Oder war das doch ein Skillpunkt? Nee, war es nicht, ne? Boah, das weiß ich nicht mehr. Nee, das war ein Buch. Ich auch nicht, kein Plan. Das war ein Buch, glaube ich, ne? Oder nicht? Doch, wir hatten ein Metallbuch gelesen gehabt. Das haben wir beim Händler gekauft für 650 oder 670 Goldstücke, wenn mich nicht irre. Buch haben wir definitiv, ich weiß aber nicht. Hatten wir denn nur eine Person, die das Eisen rausholen konnte? Strips gehen ohne Buch.
Also die, ich habe die Werkzeuge aus Eisen hergestellt, weil ich den höchsten Skill hatte. Ja, da habe ich dir ein Axtbuch gegeben, genau. Aber wer hat denn das Eisen aus der Schmiede geholt? Ich habe es rausgenommen, aber ich kann dir nicht mehr sagen, ob ich das geskillt oder ein Buch habe. Deswegen halte ich mich gerade mit der Aussage zurück. Mr. Longlang, das Problem ist, keiner von uns kann Eisen aus der Schmiede nehmen. So, dann kannst du die Strips auch nicht ohne Buch herstellen, weil du kommst nicht an das Eisen ran. Das ist so das Problem, was er gerade konnte hat. Konnte man das Eisen eh nicht erst nur beim Händler rausnehmen? Wir hatten diese rote, dieses rote... Die Walze brauchen wir dafür. Genau, und diese keine Walze, die wir selber herstellen, also selber hergestellt haben, beziehungsweise die habe ich eingekauft, konnte ich sie nicht. Wir konnten die nur pressen an dem Händler. Weil die da Walze nämlich steht aber in der Schmiede. Wir haben doch aber hier eine Walze in diesem Haus hier, oder nicht? Ja, da ist eine, genau. Da ist eine Walze. Ja gut, die hatten wir bei uns auch, aber die hat nicht funktioniert. Sondern probieren. Die Presse bei dem Händler. Da dieses Händlercamp, ihr wisst doch noch, wo die ein bisschen außerhalb der Stadt war. Das war die einzige Presse, die funktioniert. Wie willst du das Eisen hier rauskriegen? Genau das ist... Mr. Longline, genau. Wie willst du das Eisen hier rauskriegen? Das ist die Frage. Geht nicht, wie du siehst. Du kriegst das Eisen da nicht raus. Und dann kannst du die auf den Kopf stellen. Das ist eingeschmolzen, meinst du, Fall? Ja, genau. Genau. Smithing. Ne. Da brauchst du ein Buch für. Denke ich mir. Ich denke mir, dass du dafür ein Buch brauchst. Alle Händler abklappern und nebenbei Häuser looten. Bis wir es gefunden haben. Oh, ey, weißt du, ey. Normal Forge, Smelted Iron. Ja, Smelted Iron kriegst du aber nicht raus aus der Forge ohne Buch. Das ist ja das, was wir euch versuchen schon die ganze Zeit über zu erzählen. Achso. Quest abhängig. Ich komme mal zurück, ich habe eh die Pranken voll. Und ich habe lecker Fleisch dabei. Jede Menge Fleisch. Wie questabhängig? Iron fucking, Scatter War Iron. Was meinst du mit questabhängig? Ich sehe aber keine. Hier steht Gather Smelted Iron und das kann ich leider nicht lesen. Open Workstation. Raum mit Builders Press Window. Nimm mal mit. Moment, Sekunde. Open Workstation. Miss Crafting? Nee, bringt gar nichts irgendwie so. Okay. Jetzt eine Blutung und stirbst da auch dran? Nee, oder? Blutung gibt's hier. Gucken wir uns mal eben an. Wo soll denn eigentlich die Presse sein? Weil ihr sagt, wir haben hier eine Presse. Eine Walze, ja. Eine Walze, wo soll die sein? Wenn du wenn es das Gebäude ist, wo die Schmiede... Ach ja, ich sehe sie, ja, ja. Okay. Links davon, auf der Mauer, müsste die sein. Ich bin übrigens wieder da. Ich weiß nicht, ob ich mich zurück... BB. Ja, hier steht jetzt, ich habe das nächste, was ich auf der Quest habe, ist Gather Smelted. Also die von der Forging Quest habe ich jetzt die ersten Sachen. So, ich habe von der Metallpresse das Fenster geöffnet. Jetzt kommt als nächstes Gather Smelted Iron. So, woher soll ich das denn gathern, wenn ich nicht rankomme? Ja, also im Chat heißt es auch, wir sollen einfach mal questen. Und dann wird sich das Problem von selbst lösen. Ich nehme an, da wirst du auch hingeführt. Ja, aber ich mache die Forging Quest gerade. Und mein nächster Punkt ist, Smelted Iron holen. Das ist nicht das Problem, Tom. Das geschmiedete Eisen, das wissen wir, wie das geht. Aber wir brauchen ein Buch. Nein, der Chat sagt, das ist nur die Questreihe. Aber die Questreihe steckt hier, die hängt hier fest, die Questreihe. Die Questreihe hängt hier jetzt gerade schon fest. Ich komme ja auch nach Hause, ich werde auch mal dann rumquesten. Schmelz mal bitte kein Eisen mehr ein, weil wir brauchen alle eine Quest, in der wir jetzt 200 Eisen farmen sollen. Und da wir alles an Eisen eingeschmolzen haben, kann jetzt keiner von uns mehr diese Quest machen. Und wahrscheinlich brauchen wir genau diese Quest, damit wir überhaupt erstmal anfangen können, Eisen einzuschmelzen und wieder rauszuholen. Das war also keine gute Idee, einfach direkt alles Eisen einzuschmelzen.
Na gut, das konnte jetzt aber auch keiner wissen. Ja, doch, das hatten wir schon mal gemacht mit dieser Blume, ne? Da hatten wir alle, da hatte ich ja dann alle zusammengerufen zu der Kiste, jeder hat die mal in die Hand genommen, da war die Queste gelöst. Mhm. Aber das war doch letztes Mal nicht der Fall. Doch, klar. Genau ja, letztes Mal haben wir das mit den 200 Eisenbruchstücken auch so gemacht? Nee, da haben wir zum Beispiel, was haben wir mit dem Clay gemacht? Genau. Mit dem Clay nein, meine Frage war jetzt, ob wir das im letzten Mal auch so mit den 200 Eisenbruchstücken gemacht haben. Ja, sicher, auch. Klar. Okay, mit das Eisen, war meine ganze Clay, Frage. Mit Blumen, mit, wir haben das mit 8-9 Gegenständen gemacht irgendwie. Also erstmal noch ein bisschen Stein, Eisenfarmen. Ja, 200 Eisen kannst du mit einer Steinaxt, mit einem Level 200, ungefähr 4 Folgen draufkloppen, glaube ich. Ich habe jetzt ein Eisen rausbekommen. Ich habe noch eine Ironhoe gefunden, 572, wer die braucht. Brauchst du Eisenbruchstücke oder? 200 Raw Iron. Ja, 200 Eisenbruchstücke. Müssen wir alle mal Steine klopfen gehen. Wir haben ja schon 1500 Eisen geschmolzen. Draco, das was du da schreibst, haben wir alle schon längst hinter uns. Draco schreibt, wir brauchen War Iron. Haben wir gehabt, 1500 War Iron. Ist alles eingeschmolzen. Du kriegst es nicht mehr aus der Schmiede raus. Hast du eben gesehen. Das ist das Ding. Ach, du meinst, es muss direkt hintereinander am Stück passieren. Okay, das kann natürlich sein. Ja. Wer von euch hat denn das ganze Eisen eingeschmolzen? Der muss ja auch 200 War Iron in der Hand gehabt haben. Nein, derjenige. Nein, war es nicht. Ja, was, hast du immer einen reingepackt oder was? Nein, die Sache ist die, das hatte ich in der Hand, aber das war kein Roheisen, das war gescrapptes, die gescrappten Töpfe und sowas. Das Eisen war das. Da kriegst du kein Roheisen raus. Da kriegst du Eisenbruchstücke raus. Rike, wir haben 1500 Eisen in der Forge eingeschmolzen. Wir kriegen es nicht raus. Wie soll ich dir denn anders erklären? Du hast es doch aber eben selber gesehen. Wir kriegen es nicht aus der Schmiede raus. Außerdem brauchen wir die Bruchstücke. Ich kann es ja nicht mehr, als es dir zu zeigen im Videobild, in bewegten Bildern. Hast du doch eben gesehen. Da ist kein Mensch von uns kann das Eisen rausziehen. Es gibt kein Rezept für Eisen rausziehen. Richtig, ja. Das ist das Ding. 2-1 Kroatien. Ja, was für oder gegen Kroatien? Für Kroatien. Russland liegt hinter 1. Ah, okay. Also wenn, brauchen wir auch Eisenbruchstücke. Nein, wir brauchen normales War Iron. Genau, das was man aus dem Dings rauskriegt. Ja, ich klopp das jetzt auch gerade. Und aber das kriegst du ja gar nicht mehr raus. Also ich klopp da jetzt seit 3 Minuten oder seit 4 Minuten drauf und habe 10 War Iron. Wenn ich das ich hochrechne, dauert das 22. Ich habe 18 Stück jetzt. Und das packen wir alles in eine Kiste und dann fasst das jeder mal an. Genau, richtig. Wie wir das letztes Mal auch gemacht haben, das hat ja super funktioniert irgendwie. Auch mit den Blumen. Die sind jetzt wahrscheinlich auch schon verarbeitet, dann gehen ja die ganzen Blumen. Nein, die roten Blumen sind noch da. Haben wir die noch? Okay, Rike, pass auf. Wir haben einen Building Hammer. Den brauchen wir wahrscheinlich für auch irgendeine Werkbank. Nein, die brauchen wir nachher für die Essen. Aha. Also Rike, nachdem du jetzt leider immer noch schreibst, dass man es aus der Schmiede holen kann, gehen wir da jetzt nochmal rüber. Und da möchte ich, dass du mir einfach nur mal bestätigst, dass du dasselbe siehst, wie ich auch sehe am Bildschirm. Das wäre echt super. Vielleicht bin ich auch zu doof. Das mag ich ja nicht ausschließen. Aber ich gehe da jetzt mal an die Schmiede ran und dann zeige ich dir das nochmal. Guck mal, das ist die Schmiede. Da sind 1866 Eisen drin. Ich schalte die mal an. Kannst du mir sagen, welches von den Dingern ich anklicken muss, um das Eisen rauszukriegen? Ich wüsste jetzt nicht, welches ich hier nehmen soll. Für mich steht da nirgends sowas. Und das ist das, was ich versuche, den Chat seit 10 Minuten begreiflich zu machen. Wir kriegen da kein Eisen raus. Gerade. Wir arbeiten dran. Das hatte ich aber auch schon vor 10 Minuten gezeigt. Ja.
Lecky leck. Gucken wir mal, wir sammeln jetzt erstmal 200 Raw Iron und dann schauen wir mal, ob da questtechnisch irgendwie weiterkommen. Ja, es geht schnell. Ich bin jetzt bei 34. Das stimmt so nicht, was da angezeigt wird. Ja, bei mir wird ja leider gar nichts angezeigt. Ich bin doch, bei mir sind es 34 und 34 habe ich im Gürtel. Ich rede von was ganz anderem. Achso. So, wo ist, wo, wer ist denn bei unserer Schmelze? Das ist wahrscheinlich Lan, oder? Ich bin Wayne. Vor dem Haus, bin ich, ja. Wer? Ich, Lan. Lan, da das ist die Schmelze. Das sieht so aus, als wäre die Schmiede verbannt. Okay. Konnten wir nicht eine eigene Schmiede bauen? Hatten wir nicht eine eigene Schmiede gebaut? Ja. Ich habe eine Schmelze oben in die erste Etage. Nein, gebaut. Ich meine nicht das Roheiren. Ich meine, wo ist diese Schmelze, Wenn du daran gehst an unsere Schmiede, bietet er dir links irgendwas an, was du herstellen kannst oder nicht? Ist jemand gerade zu Hause und kann da mal rangehen an die Schmiede? Ich bin nicht zu Hause, ich sammle gerade Eisen. Kann ich gerade machen? Moment, gib mir bitte 10, 20 Sekunden. Wo ist denn, Draco schreibt, das sieht für ihn so aus, als wäre die Schmiede verbackt. Haben wir doch eine Markierung gesetzt. Ah, okay. Habe ich nicht bekommen. So, da ist er. So, nein, auch an unserer Schmiede zu Hause. Ist. Links wird nichts angeboten, ja? Da wird links nichts angezeigt, was man rausziehen könnte. Okay, genau. Dann ist sie doch nicht verbuggt. Dann ist das so. Das ist ja interessant. Habt ihr eine Wrench? Ja, Asak hat, glaube ich, eine. Irgendjemand hat eine. Nein, Wrench. Wieso ich? Nee, ich habe keine. Nee, haben wir nicht. Hast du nicht? Du Wrench hättest eine. Gar keine von uns. Nein, haben, okay. Wir haben noch nie eine gehabt. Wir haben noch Wrench. Nie eine gehabt. Noch nie. Ich glaube, wir haben aber ein Rezept zum Lernen. Das Problem ist, wir haben kein Metall, das um zu bearbeiten. Das First-Aid-Kit-Problem nenne ich das. Das ist das First-Aid-Kit-Problem. Wieso, wie brennt denn hier jemand von euch drin? Was? Brennt irgendjemand von euch? Nee, warum? Sollen wir? Ich habe jetzt gerade kein Campfire zur Hand. Ich kann nichts tun. Also der gerade mit dem Hammer auf irgendwas hochkloppt, der hat gerade gebrannt, lichterloh. Wer ist denn das? Bei Lan. Dir ist es anders mit Lan neuen Spielstand. Wir haben gerade einen neuen Spielstand ja angefangen. Also. Ich habe sogar volle Lebenspunkte. Komisch, Rieke, wir haben eine eigene neue Forge gebaut. Wir haben zwei Schmieden. Richtig. Clay. Lan hat doch eben gerade gesagt, bei der zweiten Schmiede ist das genauso. Und ich kann es bestätigen, weil als ich sie gebaut habe, habe ich auf der linken Seite auch nichts gesehen. Das haben die doch eben gerade ausprobiert. Da hatten wir doch drüber gesprochen. Weil Rieke schlägt jetzt vor, dass wir die Schmiede abbauen sollen und bei uns wieder aufbauen sollen. Aber ich sehe da, da keinen Sinn drin, weil wir ja gerade gesagt haben, bei der zweiten selbstgebauten Schmiede verhält es sich genauso. Ja. Was soll denn dann besser werden, wenn wir die erste abbauen? Das ist so. Ich glaube, wir gucken erstmal, ob wir die 200 Eisen zusammenkriegen und gucken mal dann, ob irgendetwas passiert. Wie viel Clay haben wir denn? Haben wir noch? Ich habe jetzt eingesäckelt 44 Clay. Ich habe 300 in die Schmiede gepackt. Und dann Eisen habe ich jetzt hier. Nein, nicht was eingeschmolzen ist, sondern was wir jetzt noch haben. Achso. Was wir haben, was man in die Hand nehmen kann, damit wir unsere Questen jetzt machen können. 187 Eisen habe ich hier in der Hand gerade. Roheisen? Roheisen, die Bruchstücke, Marco. Achso. Das sind die roten. Die roten. Die roten Knümmelchen. Von den Bruchstücken habe ich jetzt 38. Alles klar. Ich habe 50 Eisenbruchstücke. 21. Ich habe 25. Okay, wir müssen den ganzen Kram mal zusammenwerfen. Ja, machen wir auch. Bin gerade aus dem Spiel geflogen, kann mich nicht mehr auf meinen Stand einloggen. Nach Neustart lädt mir gerade wieder alle Daten unter. Kommt vielleicht gerade ein Update? Nee, ich habe das Gefühl, das Spiel lädt bei jedem Spielstand, bei jedem Start immer. Drache und Drache, Laserdrache! Gottes Scheiße! Bitte einmal klicken. Da ein Laserdrache ist hier bei uns. Ich sehe ihn. Jetzt weiß ich, warum du brennst. Also ich sehe den brennenden Will, aber ich sehe den Drachen nicht. Zwei Drachen, warte. Zwei Drachen sind hier. Renne, Fall, renne.
Leute, what the fuck, ey? Ich bin weg hier. Wo geht's nach Hause? Scheiße, Mann. Du hast so von so einer super langweiligen Arbeit. Ich klapp da seit 10 Minuten auf diesen scheiß Stein rum. Hey, wir müssen links hier krabbeln. So, ich wittere ein Folgenende. Ich wittere einen Cliffhanger bei 30 Minuten. Oh ja, Asgard? Ja, denke ich auch so. Mach's okay, gut. Dann verabschieden wir uns und nehmen mal ein Lächeln auf. Tschüss. Aber